Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Bei diesem fiesen Mistwetter brausen wir jetzt einfach mal Richtung Händler. Und gerade kam mir die grandiose Idee. Ich könnte ja eigentlich unterwegs, weil es sowieso auf dem Weg liegt, bei uns zu Hause vorbeifahren. Pop. Bei uns zu Hause vorbeifahren, dann können wir schon mal da ein bisschen Stuff loswerden. Das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Bevor wir hin und her und her und hin fahren, können wir das ja wenigstens schon mal erledigen. Warum brennt hier eigentlich Licht? Moment. Stopp. Habe ich hier noch die Funzel an? Ja, tatsächlich. So, dann hört das endlich mal auf hier, dieses komische Schimmerlicht, was da ständig vor sich hin schimmert. Ah, komm her. Ich fahre einen Truck und bleib trotzdem überall hängen, ey. Mann. Ja, zu beiden Händlern müssten wir, wenn ich das richtig gesehen habe, um bei dem einen die Händler die Quest zurückzugeben und ich glaube bei dem anderen Händler irgendwie auch, also zumindest sah das für mich so aus. Und selbst wenn wir zu dem einen Händler, obwohl doch das auch so ein Ausrufezeichen, ne, ihr seht es oben im Kompass drin, hinter der roten Fahne, da ist so ein gelbes Ausrufezeichen. Komm her, du Sau. Poff. Menschenskinders. Das ist immer, ne? Ich habe tatsächlich einen Zombie abgestochen. So. Mit O oder Ö, dann wäre es aber Sö. Oh, ich bin froh, wenn ich dieses Chaos aus meinen Taschen endlich wieder los bin, Mensch. Wobei, wenn ich jetzt gerade auf die Uhrzeit gucke, weiß ich nicht, ob wir es noch schaffen, rechtzeitig zum Händler zu kommen, wenn wir zu Hause gewesen sind. Because the Fahrzeug ist ja nicht das schnellste. Aber doch so. Wegtechnisch bin ich eigentlich gar nicht mal so falsch hier, hoffe ich. Doch, eigentlich schon. Ich müsste jetzt hier den dicken Mann umfahren. Um dann hier so ein bisschen querfeldein dann doch zu brettern, um den dicken Mann da hinten umzufahren. Plöpp. Um hier wieder so ein bisschen auf Spur zu kommen. Weil hier ist ja noch tatsächlich Gebiet, was man so ganz gut querfeldein hoppeln kann. Hier sind ja keine großen Berge dazwischen oder ne, so zerklüftete Gebiete. Zumindest in diese Richtung nicht. Wobei, bevor ich jetzt wieder auf die Straße gewartet hätte und so, das wäre ja Umweg sondergleichen gewesen. Irgendwie müsste ich, glaube ich, vielleicht mal mein Motorrad oben ausblenden lassen. Quietsch. Trautesheim, Glück mit Spießen. So, was hätte ich denn hier in der Tasche, was ich irgendwo lassen könnte? Hätten wir hier zum Beispiel Samen. Toll, das hat es jetzt auch richtig gebracht. Der Getränkekühler, da kann ich den Kaffee lassen. Nahrung. Kann das Ding erstmal hin. Parts tatsächlich. Mods tatsächlich. Pack jetzt erstmal in die Ablage das hier rein. Menschenskinders, pack es doch rein, ey.
Das geht mir so auf die Nerven. Dieses, man drückt doppelt und dreifach und nichts tut sich. Es ist zum Verrücktwerden. Was willst du denn hier? Lass mein Gebäude heile. Ich habe keine Zeit für diese Spirenzin hier. Für diese fiese Matenten. So, wieder zurück nach vorne. Ab ans Brumbrum. An den Truck, 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 Truck. Gut. Munition. Nehmen wir erstmal alles irgendwie mit, was Waffen und Munition ist. Und Kleidung. Ne, das ist ein Mod. Weil dann, ne, brauche ich nicht an zu viele unterschiedliche Dinge ran. So, das war, glaube ich, jetzt hier ist noch Waffenteile. Das ist Restmüll, Technik. Dann kommt jetzt hier noch Kleidung, Leder, Stoff zum Einsatz. Und dann ballern wir uns nochmal die Mods rein hier. Mods haben wir, dann kommt noch Parts. Parts haben wir. Ein paar. Dann war es das jetzt erstmal wieder kurz. Jetzt mache ich mal rauf und hoffen, dass da unten keiner rein kann. So, und dann geht es hier hinten an Lederstoff. Ach verdammt, da hätte ich die Pikis auch noch mitnehmen können. Ne? Naja, gut. Schade, Pech. Kleidung, das muss ich dann wann anders mal aussortieren hier. Okay, Munition. Da geht einiges. Das ist eine Waffe, keine Munition. Misch, misch. Hier nochmal nachladen. Sehr schön. Waffeln. Hätten wir das noch, so eine abgesägte Schrotflinte. Hier ist noch so ein Stab und hier ist Farbe drin. Bevor ich den zerlege, muss ich die rausnehmen. Nett, nett. Dann haben wir Mods. Da müsste ich vielleicht auch nochmal durchgucken. Hier sind Parts. Was ich davon doppelt und dreifach habe, damit ich vielleicht irgendwas hier. Das kann zum Händler. Das kann zum Händler. So viele brauche ich davon nicht. Und der Rest kann, glaube ich, so bleiben. Hier vielleicht Totengräber. Kommen wir, nehmen die auch noch mit. Händler, einfach mal direkt hier rüben. Hier drüben rüberballern. Parts. Und eine erste Hilfe, warum auch immer ich die noch dabei habe. Komm, geh weg. Komme ich vielleicht an den Truck ran? Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier erste Hilfe und Getränke. Nimm doch mit, Junge. Nimm es doch einfach mit, wenn ich klicke. Hier ist noch Essen und Dingens. Ja, den weiß ich noch nicht, wo ich den hinpacke. So. Oh, so viel Fleisch, hör mal. Was soll ich mit dem ganzen Fleisch machen? So viel Fleisch können wir gar nicht verbrauchen. Das war es, glaube ich, für Essen. Dann haben wir hier in der Ecke noch. Sehr schön, sehr schön. Samen, hätte ich noch die Pilze. Aloe und hier Blutkonserven. Und noch sehr schön von dem Zeugs. Und hier unten rein. Och, Wasserflaschen. Dreckiges Wasser, sauberes Wasser, alles Mögliche an Wasser. Erste Hilfe wäre hier noch Bandagen und Splinte, ne? So finde ich, macht das, glaube ich, mehr Sinn. Wenn man sich da so ein bisschen. Wobei, jetzt kann ich, glaube ich, einfach.
alles nehmen. Das war das, was ich wollte. Wenn man sich das so ein bisschen sortiert, nach dem, was man sich einsteckt. Wie schön, dass wir hier noch so Reifen gefunden haben. Amboss. Blasebike, ja gut. Lassen wir mal drin. Ist ja sowieso schon einer drin gewesen. Was kostet der? Kann man den verhökern? Bringt nichts. Also würde ich den, na gut, lassen wir mal. Vielleicht brauchen wir doch noch eine Schmiede. Kann ja durchaus möglich sein. Kohle ist hier nicht, aber Plastik ist hier drin. Auch die Säure und das hier. 13 Elektro, was auch immer. Sprit ist hier drin. Mods, hätten wir den da oben noch. Werkzeuge, da haben wir dann endlich mal eine Nagelpistole. Kleidung, Lederstoff. Einschmelzen. Hier sowas und da sowas. Baumaterial, nee, Restmüll. Knochen und, oh, Knochen, Alter, haben wir viele Knochen. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen was Gescheites draus machen. In die Technikkiste packe ich jetzt auch mal den Dingens rein. Nee, zur Munition wollte ich den. Na, ihr wisst schon was. So, Händler. Das kann ich getrost alles mitnehmen. Und in der Ablage habe ich, glaube ich, auch noch hier, ja, Dinge gelassen, die ich so gar nicht mehr brauche. Verändern, nehmen wir die Farbe raus und dann kommt das in Mods rein und ja, dann lassen wir das so, das reicht. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch zum Händler schaffe, oder? Na doch, könnte, der könnte tatsächlich noch funktionieren. Wie gut, dass wir hier, also gerade wenn man mit dem Truck, wenn man den Truck haben will, macht es tatsächlich nur Sinn, wenn man sich in der Stadt ansiedelt. Zumindest so für den Alltäglichen. Ich habe jetzt ja keine, na sag schon, ne, hier, ihr wisst schon, und so, keine, okay, da komme ich nicht anders lang als jetzt. Nee, nicht durchs Gebäude durch. Ums Gebäude rum, bitte. Na, ich habe keine Horden an. Mit denen sähe das natürlich wieder ein bisschen anders aus. Da bräuchte man dann wieder eine Hordenbasis und eine. Ach, hier ist der Händler ja schon. Ach doch, den. Den kriege ich hin. Da bräuchte man wieder eine Hordenbasis und eine Tagsüberbasis, sage ich jetzt mal. Weil das Gebäude, was ich da jetzt habe. Huch, ich war auf dem Auto drauf. Das Gebäude zu schützen für die Horde ist, glaube ich, schier unmöglich. Alles gescheit zu schützen, ohne dass es ständig kaputt geht. Aber umgekehrt, wenn man jetzt mit dem... Hello, stranger. It must be my lucky day. Thank you. And here you go. Ja gut, dann nehmen wir den Eisenspeer. Und den kannst du dann auch gleich wieder haben mit dem ganzen anderen Rest hier. Ach, den willst du nicht haben? Hm. So, Tag 31. Was haben wir? Tag 30. Das heißt, ab morgen hast du Restock. Aber gucken wir heute nochmal, ob hier irgendwas Gescheites vielleicht mit dabei ist, was ich noch gebrauchen könnte. Ach, Mini-Motorrad komplett. Na gut, ich 43.000 hätte ich, haha. Aber ich befürchte, du wirst mich hier nicht hinterm Ofen hervorlocken können mit deinem bisschen Tralala, was du hier so hast. Gemüseeinkorb, Topf. Nein, danke. Ja, come back soon, du mich auch. So, den zweiten Händler. Das wird, glaube ich, mehr als unmöglich. In welche Richtung muss ich?
ein ewiges Hin- und Hergeschmusel hier. Ich glaube, hier bleibt mir auch nichts anderes übrig, als Querfeld einzufahren. Noch ein Steinchen. Muss ich nur aufpassen, dass ich nirgendwo hängen bleibe und auch nicht hier irgendwie großartig in den See plumpse. Aber ich glaube, da sollte keiner sein unterwegs. Sagte er und fuhr mitten drauf zu. Haha, Glückwunsch. Stimmt, hier ist ja das verbrannte Biom. Hätte ich mal die Gläser mitgenommen, dann hätte ich jetzt auffüllen können, aber da haben wir ja eh gerade keine Zeit für. Stimmt, jetzt muss ich ja hier wieder in diesem, was für mich immer aussieht wie ein trockenes Flussbett, drin langfahren, damit ich irgendwo großartig hängen bleibe. Und da ist auch schon der Händler. Wird zeitlich knapp, aber schaffbar. Bei der Hupe ist ja trotzdem irgendwo offen. So, sehr schön. Da kriege ich 505 für. Ich glaube, dann nehme ich diese hier. Das bringt schön XP. Also das ist schon eine nette Geschichte. Ich hätte hier noch so einen Stahlspeer für dich. Oder so eine lustige Spitzhacke. Uiu. Sehr nett, sehr nett. Ich habe kein Interesse an diesen Gegenständen. Ja, ja, ist egal. Großer Motor, Werkzeug, Tank. Aber das ist ja sowieso für die hier, wie heißt das? Kettensäge. So, du hast, glaube ich, nichts Gescheites für mich, was ich gebrauchen könnte. Das tut mir sehr leid. Da muss ich dich enttäuschen. Thanks for shopping here. Ja, shoppen. So, haben wir noch irgendeine Quest offen? Ich glaube nur noch hier oben diese Spider-Quest. Just am Arsch von der Welt. Verschieb mal bitte. Dann gucken wir doch mal. Hast du irgendwelche Aufgaben? Stufe 2, auch schön. So. Südwesten, Westen, Norden ist eigentlich, glaube ich, gut abholen. Friend, I'm in trouble. House burned. Would you consider helping me? Brilliant. I guess this kind of makes us friends now. Da hinten? Och Junge, muss das denn immer so weit sein? Hier, nee, X hätte ich gerne. Quest. Nee. Gut, ja Mensch, wie schön. Dann haben wir das erledigt, haben die beiden Quests abgegeben. Ich hätte sogar noch einen verfügbaren Skillpunkt zu vertüddeln. Ja, Nachtpirscher, 7 von 7. Yay, finde ich gut. Ja, Wissenschaft. Ach komm, ja, was soll's. Müsste ich jetzt vielleicht, kann ich jetzt Benzin herstellen? Ja, kann ich. Bam. In diesem Sinne, ab nach Hause. Das wäre dann irgendwo hier. Schnellster Wegpunkt. In welche Richtung stehe ich jetzt? In die vollkommen falsche. Huch. So, mal kurz gucken. Ich möchte gerne. Ja, wir probieren es mal. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie gescheit drüber komme, aber ich möchte jetzt auch nicht den Umweg fahren, um mir da jetzt eine Straße zu suchen. Ich habe schon letztens in die Kommentare geschrieben gehabt, eigentlich müsste man jetzt hier noch eine Planierraupe haben. Mit gleichzeitiger Asphaltlegung.
gibt es ja diese Maschinen, die quasi Asphalt raushauen und hinten oder in der Mitte planieren und hinten trocknen oder irgendwie sowas. Sowas wäre hier ganz nett. Dann könnte man sich nämlich seine eigenen Straßen hier in die Landschaft pflastern. Weil wenn man das alles von Hand machen würde, oh mein Gott, da bist du ja Jahre damit zugange. Das ist auch nicht schön. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben ja gerade keinen großen Endauftrag sozusagen. Dann können wir das ja auch mal entsorgen. Dann liegt es nicht doof im Weg rum. Schön, dass der Truck auch immer so vor sich hinrollt. Also, weißt du. Weil ich mich frage, ob das wirklich... Wenn der jetzt... Ich dachte, da wäre ein Piepmatz gekommen. So, der ist ja jetzt hier. Der rollt ja immer noch. Wenn ich jetzt ein Stück zurückfahre... Tatsache. Wenn ich Leertaste drücke zum Anhalten, dann zieht er sozusagen die Handbremse an und rollt nicht mehr. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, den Einkaufswagen lasse ich da jetzt mal stehen. Nochmal Reagan. Ronald Reagan. Ich sehe nichts mehr. Ja komm, dann nehmen wir jetzt die doofe Quest auch noch mit. Und das Fahrzeug hier wird auch noch abgebaut. Und ich bin mal wieder durstig. Dann drücken wir uns nochmal einen Yucca-Saft rein. Und wie schön, ich kann jetzt endlich selbst Benzin herstellen. Das heißt, wir müssten tatsächlich dann bei Zeiten mal in die Wüste, um Ölschiefer zu suchen oder zu finden, besser gesagt. Aber vorher geht es hier am Theater vorbei. Ab nach Hause. Schönes Gebäude, aber nicht schönes Theater. So. Wo fahre ich denn gerade? Ach, da unten. Merkwürdige Seitenstraße hier. Wo ich doch gerade schon wieder die Zange im Anschlag habe, kann ich das Fahrzeug hier auch eben fachmännisch einpacken. Dankeschön. Ich glaube, hier müsste ein X auf der Karte sein. Warum? Was sagt das? Looten. Okay. Aber nicht jetzt. Ist ja schon 21 Uhr. Und die Folge ist eigentlich auch schon wieder vorbei hier. Menschenskinders, es geht immer so rasant schnell. Dann jetzt an der Allee links, scharf links. Mit der unebenen Straße ist auch geil. Und dann, glaube ich, müssen wir uns auch mal beim nächsten Mal nicht nur um Sprit kümmern, sondern auch irgendwie, dass wir hier ein gescheites, größeres Garagentor hinkriegen oder so. Dass wir unser Auto hier nicht draußen stehen lassen müssen. Licht aus. Na Mensch, ist doch zumindest ansatzweise schön rangeparkt. Da ist nichts mehr drin, das ist gut. Und dann, gib ich hier vielleicht noch einen netten Blick auf unser Häuschen? Ich weiß es nicht. Achso, wenn, dann müsste ich vielleicht hier mit Licht an oder so. Gibt das vielleicht einen netten Blick? Naja, so semi. Ne? Aber ich dachte mir, bevor ich gar keinen Screenshot habe, dann gebe ich doch hier wieder unser Haus. Oder einfach mal sowas, wo sich jeder fragen wird, was zum Henker soll das oder ist das? So. Gut, dann hoppeln wir nochmal eben rein. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass uns alle hier in der nächsten Folge wieder sehen und hören. Bleibt alle gesund und zu Hause. Bis dahin. Tschüssi.